Kapitel 7. 0 Stunden, 30. März 2525, militärischer Kalender. UNSC-Transporter Atlas auf dem Weg zum Lambda Serpentis-System. Und so übergeben wir die Körper unserer gefallenen Brüder dem All. Mit ernstem Gesichtsausdruck schloss Mendes die Augen und beendete die Zeremonie. Er drückte auf einen Knopf und die Urnen glitten langsam in die Abschussröhren und in das Nichts dahinter. John stand stramm. Der Raketenabschussbereich des Transporters, normalerweise überfüllt und voller hektischer Aktivität, gab sich ungewöhnlich still. Die Munition, die Mannschaft der Geschützstellungen der Atlas waren entfernt worden. Lange, unverzierte schwarze Banner hingen von den Stangen an der Decke. Salutiert! Achtung! Bellte Mendes. John und die anderen überlebenden Spartaner salutierten gleichzeitig. Pflicht, sagte Mendes. Ehre und Aufopferung. Der Tod raubt keinem Soldaten diese Qualitäten. Wir werden uns ihrer erinnern. Eine Reihe dumpfer Schläge drang durch die Hülle der Atlas, als die Uhren ins All geschleudert wurden. Der Bildschirm flackerte und zeigte ein Sternenfeld. Nach und nach tauchten die Uhren auf und verschwanden, während der Transporter seinen Kurs fortsetzte. John sah zu. Mit jedem Edelstahlzylinder, der vorbeitrieb, spürte er, wie ein Teil seiner selbst verschwand. Er hatte den Eindruck, seine Leute im Stich zu lassen. Mendes Gesicht hätte aus Stein gemeißelt sein können. So wenig Gefühl zeigte es. Er beendete seinen knappen Salut und sagte: Mannschaft, wegtreten! Nicht alles war verloren. John sah sich in der Raketenbasis um. Sam, Kelly und 30 andere standen in ihren schwarzen Galle-Uniformen stramm. Sie hatten die letzte, Mission war nicht das richtige Wort, unverletzt überstanden. Es gab noch ein Dutzend andere, die überlebt hatten, aber jetzt keine Soldaten mehr waren. Es tat John weh, sie anzusehen. Fiat saß in einem Rollstuhl und zitterte unkontrolliert. Kirk und René lagen in mit Gel gefüllten Tanks und atmeten durch Sauerstoffgeräte. Ihre Körper waren so verkrümmt, dass sie nicht mehr menschlich wirkten. Es gab noch andere Überlebende, doch deren Verletzungen waren so schwer, dass sie nicht bewegt werden konnten. Pfleger schoben Fiat und die anderen Verletzten auf den Fahrstuhl zu. John ging auf sie zu und stellte sich ihnen in den Weg. »Einen Moment«, verlangte er. »Wohin bringen Sie meine Männer?« Der Pfleger stoppte und seine Augen weiteten sich. Er schluckte und sagte: »Ich... Sir... Ich habe Befehle, Sir.« »Squad Leader«, rief Mendes. »Auf ein Wort.« »Warten Sie«, sagte John zu dem Pfleger und ging auf Chief Mendes zu. »Ja, Sir?« »Lassen Sie sie gehen«, sagte Mendes ruhig. »Sie können nicht mehr kämpfen. Sie gehören nicht hierher.« John sah unwillkürlich zu der langen Reihe von Uhren, die in der Entfernung verschwand. »Was geschieht jetzt mit meinen Männern?« »Die Navy lässt ihre Leute nicht im Stich«, antwortete Mendes und hob sein Kinn ein wenig. »Sie sind vielleicht nicht mehr die schnellsten und stärksten Soldaten, aber sie haben noch einen guten Verstand. Sie können Missionen planen, Daten analysieren, bei Problemen helfen.« John stieß erleichtert Luft aus. »Mehr will niemand von uns. Wir wollen alle nur nützlich sein.« Er drehte sich zu Fiat und den anderen um, er nahm Haltung an und salutierte. Fiat gelang es, einen zitternden Arm zu heben und den Salut zu erwidern. Der Pfleger schob sie weg. John betrachtete die Reste seiner Einheit. Keiner von ihnen hatte sich seit der Gedächtniszeremonie bewegt. Sie alle warteten auf ihre nächste Mission. »Unsere Befehle, Sir?«, fragte John. »Zwei volle Tage Bettruhe, Squad Leader. Dann Mikrogravitationstherapie auf der Atlas, bis sie sich von den Nebenwirkungen ihrer Operationen erholt haben.« Nebenwirkungen. John schloss seine Hand zur Faust. Er war neuerdings ungeschickt. Manchmal konnte er kaum gehen, ohne zu stürzen. Dr. Halsey hat ihm versichert, diese Nebenwirkungen seien ein gutes Zeichen. »Ihr Gehirn muss neu erlernen, wie es ihren Körper mit schnelleren Reflexen und stärkeren Muskeln zu bewegen hat«, hatte sie ihm erklärt. Aber seine Augen schmerzten und bluteten morgens ein wenig. Er hatte ständige Kopfschmerzen. Jeder Knochen in seinem Körper tat weh. John verstand das nicht. Er wusste nur, dass er eine Pflicht zu erfüllen hatte, und jetzt befürchtete er, dazu nicht mehr in der Lage zu sein. »Ist das alles, Sir?«, fragte er Mendes. »Nein«, antwortete der Chief. »Deja wird die Einheit durch die Pilotensimulation eines Landungsschiffes führen, sobald sie bereit ist, und...«
fügte er hinzu. Sobald sie sich die Herausforderung zutraut, möchte Deja sie außerdem in organischer Chemie und komplexer Algebra unterrichten. Ja, Sir, antwortete John. Meine Leute und ich trauen uns die Herausforderung zu. Gut. John blieb stehen. Gibt es sonst noch etwas, Squad Leader? John zog die Augenbrauen zusammen, zögerte und sagte schließlich, ich war der Führer der Schwadron. Die letzte Mission unterlag deshalb meiner Verantwortung. Und Angehörige meiner Einheit sind gestorben. Was habe ich falsch gemacht? Mendes starrte John aus seinen undurchdringlichen schwarzen Augen an. Er sah zu Einheit, dann zurück zu John. Kommen Sie mit. Er führte John zum Bildschirm, stand da und sah zu, wie die letzten Urnen in der Dunkelheit verschwanden. Ein Anführer muss bereit sein, die Soldaten unter seinem Kommando in den Tod zu schicken, sagte Mendes, ohne John anzusehen. Sie tun das, weil ihre Pflicht gegenüber dem UNSC höher steht, als ihre Pflicht gegenüber sich selbst oder ihren Leuten. John wandte sich vom Bildschirm ab. Er konnte die Leere nicht mehr ertragen. Er wollte nicht mehr an seine Teamkollegen denken, seine Freunde, die ihm wie Brüder und Schwestern gewesen und nun für immer verloren waren. Es ist akzeptabel, sagte Mendes, ihre Leben zu opfern, wenn es sich als notwendig erweist. Er drehte sich um und hielt Johns Blick fest. Es ist jedoch nicht akzeptabel, diese Leben zu verschwenden. Verstehen Sie den Unterschied? Ich glaube, ja, Sir, sagte John. Aber was geschah auf der letzten Mission? Wurden Leben geopfert oder verschwendet? Mendes wandte sich wieder der Schwärze des Alls zu und blieb der Antwort schuldig. 0430 Stunden, 22. April 2525, militärischer Kalender. UNSC Transporter Atlas auf Patrouille im Lambda Serpentis System. John orientierte sich, als er den Fitnessraum betrat. Vom starren Gang aus betrachtet war leicht zu erkennen, dass diese Sektion der Atlas rotierte. Die ständige Bewegung schenkte den runden Wänden ein wenig Schwerkraft. Im Gegensatz zu den anderen Teilen des Transporters war die Sektion jedoch nicht zylindrisch, sondern kegelförmig. Der äußere Teil war breiter und drehte sich langsamer als der innere. So wurde entlang des Fitnessraums Schwerkraft von einem Viertel G bis zu 2 G simuliert. Es gab freie Gewichte und Punching Bags, einen Boxring und Maschinen, mit denen man jede Muskelgruppe trainieren konnte. Niemand sonst war so früh hier. John hatte den Raum für sich allein. Er begann mit dem Armmuskeltraining. Er ging in die mittlere Sektion, die auf 1 G ausgerichtet war, und hob 2 20 Kilo Hanteln hoch. Sie fühlten sich zu leicht an. Die Rotation stimmte wohl nicht. Er legte die Hanteln zur Seite und hob 2 40 Kilo Gewichte hoch. Sie fühlten sich gut an. Die letzten 3 Wochen hatten die Spartaner mit täglichen Stretching-Übungen, Krafttraining, leichten Kampfrunden und verstärkter Nahrungsaufnahme verbracht. Sie hatten den Befehl, 5 proteinreiche Mahlzeiten pro Tag zu essen. Nach jeder Mahlzeit mussten sie die Krankenstation aufsuchen, wo sie Injektionen mit Vitaminen und Mineralien erhielten. John freute sich auf seine Rückkehr nach Reach und den normalen Tagesablauf. Es gab nur noch 32 Soldaten in seiner Einheit. 30 Kandidaten hatten das Spartaner-Programm verlassen. Sie waren bei den Operationen gestorben. Ein weiteres Dutzend Soldaten, das unter den Nebenwirkungen der Operation litt, war innerhalb des Navy-Geheimdienstes versetzt worden. Er vermisste sie alle, aber er und die anderen mussten weitermachen. Sie mussten sich erholen und erneut beweisen. John wünschte sich, Chief Mendes hätte sie gewarnt. Er hätte sie vorbereiten können. Vielleicht war das der Trick dieser letzten Mission. Zu lernen, auf alles vorbereitet zu sein. Er würde sich nicht noch einmal überraschen lassen. Er verlegte sich auf Beinübungen, aber selbst bei maximaler Belastung fühlten sich die Gewichte der Maschine zu leicht an. Er stellte sich in den erhöhten Schwerkraftbereich des Fitnessraums. Jetzt kam ihm alles wieder normal vor. John arbeitete an sämtlichen Maschinen und ging dann zu einem Lederball, der durch ein dickes, elastisches Band mit Boden und Decke verbunden war. Es gab nur bestimmte Geschwindigkeiten, mit denen man gegen den Ball schlagen durfte, sonst schwang er chaotisch hin und her. Seine Faust schoss vor, schnell wie eine Kobra, und schlug zu. Der Speedbag bewegte sich, aber zu langsam, als wäre er unter Wasser. Viel zu langsam, weil man bedachte, wie hart John dagegen geschlagen hatte. Die Spannung des Bands musste sehr niedrig eingestellt sein. Er zog daran und es summte. Es saß fest. War denn alles in diesem Raum defekt? Er zog eine Schraube aus dem Verschluss der Gewichte. John ging in die mittlere Sektion, die 1 G Schwerkraft aufweisen sollte. Er hielt die Schraube 1 Meter über dem Boden und ließ los. Sie fiel auf das Deck. Es sah so aus, als sei sie mit normaler Geschwindigkeit gefallen. Aber auf John wirkte es trotzdem langsam.
Er schaltete die Stoppuhrfunktion seiner Armbanduhr ein und ließ die Schraube noch einmal fallen. 45 Hundertstel einer Sekunde. Ein Meter in ungefähr einer halben Sekunde. Er hatte die Formel für Entfernung und Beschleunigung vergessen. Also ließ er sie durch den Rechner laufen und zog die Gleichung heraus. Er nahm sogar die Quadratwurzel. Er stutzte. Er hatte früher immer auf Kriegsfuß mit Mathematik gestanden. Das Resultat ergab den Standardwert von einem G. Also rotierte der Raum in der richtigen Geschwindigkeit. Irgendetwas stimmte mit ihm nicht. Sein Experiment wurde unterbrochen. Vier Männer betraten den Fitnessraum. Sie trugen keine Uniform, nur Shorts und Stiefel. Ihre Köpfe waren glatt rasiert. Sie waren alle sehr muskulös, schlank und fit. Der größte von ihnen überragte sogar John. Narben bedeckten eine Seite seines Gesichts. John erkannte, dass sie einer Spezialeinheit angehörten. Den Orbital Drop Shock Troopers, die ODSTs, zeigten die traditionellen Tätowierungen auf ihren Armen. Werft Jet Jumper ab und mit den Füßen voran in die Hölle. Höllenspringer, die berüchtigte 105. Einheit. John hatte einiges über sie bei den gemeinsamen Mahlzeiten gehört. Sie galten als sehr erfolgreich und äußerst brutal, selbst im Vergleich zu anderen Soldaten. John nickte ihnen höflich zu. Sie gingen einfach nur an ihm vorbei und begannen im erhöhten Schwerkraftsbereich mit Gewichten zu trainieren. Der größte ODST hob die Stange mit Gewichten hoch. Er geriet ins Taumeln und die Stange schwankte. Die Eisenplatten auf der rechten Seite rutschten herunter und schlugen aufs Deck auf. Das entgegengesetzte Ende der Stange kippte und er ließ die Gewichte los. Sie zerquetschten um ein Haar den Fuß seines Kameraden. John erschrak bei dem Geräusch und sprang auf. Was zum? Der große ODST stand auf und starrte auf den abgefallenen Verschluss. Jemand hatte die Schraube entfernt. Er knurrte und sah John an. John hob die Schraube auf. Das war mein Fehler, sagte er und trat vor. Tut mir leid. Die vier ODSTs gingen wie ein Mann auf John zu. Der Große mit den Narben blieb nur eine Handbreit von Johns Nase entfernt stehen. Wieso schiebst du dir die Schraube nicht hinten rein? Fragte er grinsend. Oder noch besser, wieso lasse ich sie dich nicht fressen? Er nickte seinen Freunden zu. John kannte nur drei Reaktionen im Umgang mit Menschen. Wenn es sich um vorgesetzte Offiziere handelte, gehorchte er ihnen. Wenn sie zu seiner Einheit gehörten, half er ihnen. Wenn sie eine Bedrohung darstellten, neutralisierte er sie. Als sich die Männer, die ihn umringten, bewegten, zögerte er. Er hatte keine Angst, aber diese Männer konnten jeder der drei Kategorien angehören. Er kannte ihren Rang nicht. Sie dienten ebenfalls im UNSC, aber in diesem Moment wirkten sie nicht sehr umgänglich. Die beiden Männer, die seitlich vor ihm standen, griffen nach Johns Bizeps. Der hinter ihm versuchte, einen seiner Arme um Johns Hals zu legen. John hob die Schultern und presste das Kinn auf die Brust, damit sie ihn nicht würgen konnten. Er schlug mit dem rechten Ellbogen nach der Hand, die ihn festhielt, hieb mit der Faust nach dem Mann und brach dessen Nase. Die anderen drei reagierten, verstärkten ihren Griff und kamen näher. Aber genau wie die Schraube bewegten auch sie sich ausgesprochen langsam. John duckte sich und entkam aus dem misslungenen Schwitzkasten. Er befreite sich mit einer Drehung und sprengte damit auch den Griff des Mannes auf seiner linken Seite. Aufhören! Die donnernde Stimme hallte durch den Raum. Ein Sergeant betrat den Fitnessraum und ging auf sie zu. Im Gegensatz zu Mendes, der immer fit, ordentlich und ernst wirkte, hing der Bauch dieses Mannes über seinen Gürtel und er wirkte leicht amüsiert. John nahm Haltung an. Die anderen standen nur da und starrten wütend. Sarge, sagte der Mann mit der blutigen Nase, wir wollten nur... Habe ich etwas gefragt? Schnarrte der Sergeant. Nein, Sergeant, antwortete der Mann. Der Sergeant sah zuerst John, dann die ODSTs an. Wenn Sie unbedingt kämpfen wollen... Dann tun Sie das im Ring. Sir, sagte John. Er ging zum Boxring, tauchte unter den Seilen hinweg und blieb abwartend stehen. Das Ganze ergab langsam Sinn. Es war eine Mission. John hatte eine Anweisung von einem vorgesetzten Offizier erhalten und die vier Männer waren jetzt Ziele. Der große ODST stieg über die Seile und die anderen versammelten sich um den Ring. Ich reiß dich in Stücke, knurrte er durch zusammengebissene Zähne. John sprang hoch und legte sein gesamtes Gewicht in den ersten Angriff. Seine rechte Faust krachte gegen das breite Kinn des Mannes, seine linke folgte und traf auf den Unterkiefer des Soldaten. Die Hände des Mannes kamen hoch. John setzte nach, drückte einen Arm des Gegners gegen dessen Brust und durchdrang dessen Deckung mit einem Hieb gegen die Rippen. Knochen brachen. Der Mann taumelte zurück. John machte einen kurzen Schritt und stieß seine Ferse in die Kniekehle des anderen. Drei weitere Schläge und der Mann hing in den Seilen. Dann bewegte er sich nicht mehr.
Sein Arm, sein Bein und sein Hals hingen in unnatürlichen Winkeln nach unten. In die anderen drei kam Bewegung. Der mit der blutigen Nase griff nach einer Eisenstange. John benötigte keine Anweisung. Drei Angreifer zur gleichen Zeit, er musste sie überwältigen, bevor sie ihn umzingelten. Er war vielleicht schneller, aber er hatte keine Augen im Hinterkopf. Der Mann mit der Eisenstange zielte auf Johns Rippen, doch John trat zur Seite, griff nach der Hand des Mannes und drückte sie gegen die Stange. Dann drehte er die Stange und brach das Handgelenk des Angreifers. John trat nach dem zweiten Mann und erwischte ihn zwischen den Beinen. Die weichen Organe wurden zerquetscht, die Hüfte des Ziels gebrochen. John riss an der Stange, fuhr herum und erwischte den dritten Mann im Nacken. Er traf ihn so hart, dass der ODST über die Seile geschleudert wurde. Aufhören, Nummer 117, bellte Chief Petty Officer Mendes. John gehorchte und ließ die Stange fallen. Wie schon die Schraube schien auch seine improvisierte Waffe viel zu lange bis zum Boden zu benötigen. Die ODSTs lagen zusammengesunken am Boden, waren entweder bewusstlos oder tot. Mendes, der am Eingang des Fitnessraums gestanden hatte, ging jetzt auf den Boxring zu. Der Sergeant stand dort mit weit offenem Mund. Chief Mendes, Sir! Er salutierte zackig. Was machen Sie? Er drehte sich zu John um und seine Augen weiteten sich. Er ist einer von Ihnen, nicht wahr? Die Sanitäter sind auf dem Weg, sagte Mendes ruhig. Er ging weiter auf den Sergeant zu. Zwei Geheimdienstoffiziere erwarten Sie im Obsraum zum Verhör. Er trat ein wenig zurück. Ich würde Ihnen vorschlagen, sofort dorthin zu gehen. Ja, Sir, sagte der Sergeant. Er rannte fast aus dem Fitnessraum. Einmal sah er über seine Schulter zu John, danach bewegte er sich noch schneller. Ihre Arbeit ist für heute erledigt, sagte Mendes zu John. John salutierte und verließ den Ring. Mehrere Sanitäter kamen mit Tragen in den Raum und liefen auf den Boxring zu. Bitte um Redeerlaubnis, Sir, sagte John. Mendes nickte. Waren diese Männer Teil einer Mission? Waren sie Ziele oder Kameraden? John wusste, dass dies Teil einer Mission sein musste. Der Chief war für einen Zufall viel zu nahe gewesen. Sie haben auf eine Bedrohung reagiert und sie neutralisiert, antwortete Mendes. Ihre Taten scheinen Ihre Fragen zu beantworten, Squad Leader. John kräuselte die Stirn, als er darüber nachdachte. Ich habe die Kommandofolge eingehalten, sagte er. Der Sergeant sagte, ich solle kämpfen. Ich wurde bedroht und befand mich in unmittelbarer Gefahr, aber trotzdem handelte es sich um UNSC-Spezialeinheiten. Kameraden. Mendes senkte seine Stimme. Nicht jede Mission hat ein einfaches Ziel oder ein logisches Ende. Ihre Prioritäten sind die Einhaltung der Kommandofolge und dann die Erhaltung ihres Lebens und die Erhaltung des Lebens ihrer Einheit. Ist das klar? Sir, sagte John. Ja, Sir. Er warf einen Blick auf den Ring. Blut wurde von der Matte aufgesogen. John hatte ein merkwürdiges Gefühl im Magen. Er nahm eine Dusche und wusch sich das Blut von seinem Körper. Seltsamerweise tat ihm der Mann, den er getötet hatte, leid. Doch er kannte seine Pflicht. Der Chief hatte die Angelegenheiten ungewohnt wortreich erklärt. Befehle befolgen und sich und sein Team schützen. Das war alles, worauf er achten musste. John dachte nicht noch einmal über den Zwischenfall im Fitnessraum nach.